Ja, hallöchen, herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts Ergebnisorientiert. Und was geht es im Leben? Es geht immer um Ergebnisse. Hast du Ergebnisse? Hast du Spaß? Kannst du dir was leisten? Bist du was? Hast du was? Hast du keine Ergebnisse? Hast du Frust in deinem Leben? Einfach mühsam. Und das ist sehr, 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 sehr schade. Ja, heute ganz, ganz besonders coole Episode Kramery Akademie. Wie kam es dazu? Mich haben viele, viele Leute immer wieder darauf angesprochen und gesagt, ey Ernst, du hast so viel Wissen, du hast so viel gemacht in deinem Leben. Und das empfinde ich manchmal auch. Ich habe ein vierfaches Leben mit dem, was ich alles gemacht habe. Coole Dinge, Hammerdinge, auch Dinge, die nicht so gut waren. Manche Bauchlandung hingelegt und wieder hochgekommen und wieder Vollgas gegeben und so immer up and down. Und da wurde ich so oft gefragt, ja, wo finde ich das alles, was du gemacht hast? Wo kann ich das nachlesen? Wie komme ich an dein Wissen? Ja, und da habe ich gesagt, ja, ich habe Bücher geschrieben, ich mache Seminare und so. Ja, aber sowas Allumfassendes. Und mich hat es dann doch sehr, sehr getroffen, als einige Teilnehmer zu mir sagen, ja, aber stell dir mal vor, du stirbst und du nimmst dein komplettes Wissen mit. Und boah, das hat mich so richtig tief, tief getroffen. Und da habe ich gesagt, nee, das möchte ich auf gar keinen Fall sterben und mein Wissen nicht hinterlassen haben. Weil ich habe damals als kleiner Ernst, habe ich damals geschworen, wenn ich eines Tages erfolgreich bin, und das war nicht die Frage, ob ich erfolgreich bin, sondern wenn ich es dann bin, dann helfe ich anderen Menschen. Ich helfe anderen Menschen, damit sie auch zum Erfolg kommen können. Ich helfe anderen Menschen, damit sie vorankommen. Weil ich habe es doch selber erlebt. Ich bin in einer Familie aufgewachsen. Also ich schätze sehr meine Eltern. Sie haben das Beste getan, was sie tun konnten. Aber da gab es so viele Gebote, Verbote. Vielleicht kennst du das auch. Tu das nicht, tu dies nicht. Was könnten die anderen denken? Das macht man nicht. Und ach, sei fleißig in der Schule. Was war das immer wieder für ein Affentheater? Und wie viel Strafarbeit ich machen musste in der Schule. Wie oft musste ich nachsitzen? Manchmal gab es sogar Prügeln, auch bis ich eines Tages einen Lehrer gepackt habe und ihm gesagt habe, wenn du mich noch einmal anfasst, dann leg ich dich um, ja, weil ich wollte mich einfach nicht mehr schlagen lassen und das gab natürlich ein riesiges Disziplinarverfahren. Ja, wieso erzähle ich dir das einfach? Weil ich wünsche mir einfach, dass du dein Leben wirklich komplett in deine Hände nimmst, dass du eine Meisterleistung machst. Ich habe auch zig Bücher geschrieben, eines meiner Bücher heißt, fange endlich an zu leben und das ist so für mich, für jeden eine ganz, ganz wichtige Herzensbotschaft, weil egal wo ich hinkomme, ich sehe immer Leute, die unglücklich sind. Vielleicht kennst du das, ja? Vielleicht hast du auch schon so Leute gesehen. Vielleicht siehst du so eine Person jeden Morgen, wenn du in den Spiegel schaust. Ja? Menschen, die einfach unglücklich sind. Menschen, die einem Job nachgehen, der ihnen keinen Spaß macht. Menschen, die zu wenig Geld verdienen. Menschen, die am falschen Ort wohnen. Menschen, die ein falsches Auto haben, den falschen Partner haben. Und was weiß ich, was alles. Und das sind so viele, viele Dinge, die da zusammengekommen sind. Und ich habe mir dann echt überlegt, wie schaffe ich es, mein komplettes Wissen, alles, was ich habe, wie schaffe ich das, jedem zugänglich zu machen, ja? Und ich poste auch ganz, ganz viel, ist vielleicht auch schon mal aufgefallen und ja, ich bin sehr, sehr aktiv, aber es gab noch nie so ein Riesenwerk wie die Kramery Akademie. Das war so der Grundgedanke, weißt du was, Ernst, du dein komplettes ganzes Wissen, schieb das einfach in die Kramery Akademie rein und was machst du da? Ja, da gibt es verschiedene Kapitel zu den verschiedensten Themen, was unendlich spannend ist. Es ist absolut faszinierend. Ich bin selber immer wieder begeistert von auch die ganzen Teilnehmer, die ganzen Mitglieder, die hier schon dabei sind. Es ist absolut faszinierend und großartig. Ja, um was geht's? Es geht um all das, was ich erlebt habe. Es geht darum, dass du dich findest. Es geht darum, dass du deine Genialität lebst. Und das wünsche ich mir so sehr für dich. Ja? Lebe deine Genialität.
Ja, es geht um dein Leben. Eines der Kapitel ist schonungslos Bilanz ziehen. Da bekommst du 12 Lektionen, weil es nützt nichts. Weißt du, es muss einfach mal Schluss sein, mit alles in einer rosenroter Wolke einzupacken oder was ich oft höre. Ja, so schlimm ist es ja nicht. Ich sage, ja, wieso änderst du es nicht, wenn du einen scheiß Job hast? Ja, was soll ich da machen? Ach, so schlimm ist es ja nicht. Ja, oder in der Partnerschaft. Ja, mein Mann, meine Frau. Ich sage, ja, wieso änderst du es dann nicht? Naja, so schlimm ist es ja nicht. Nein, es ist nicht schlimm, aber schau mal, überall ist das nicht so schlimm. Aber was heißt nicht schlimm? Es ist doch schlimm. Es belastet dich irgendwo. Wichtig ist doch einfach, dass du in allen Bereichen wirklich happy und glücklich bist, dass du in allen Bereichen komplett sagen kannst, wow, das ist mein Leben, ich habe alles im Griff, ja. Wobei ich natürlich hier ganz klar sagen muss, alles im Griff haben heißt nicht für alle Ewigkeiten, weil es gibt ja immer wieder Änderungen, ja. Also eines der Kapitel ist schonungslos Bilanz ziehen, dann das nächste Kapitel ist, du bist der Designer deines Lebens. Ja, ich finde das etwas Wunderschönes. Designe du dein Leben so, wie du es gerne hättest. Ja, das nächste Kapitel, Träume sind die Vorboten. Hoffen, erwarten, bringt nichts. Ja, das ist das, was viele machen. Auch hier bekommst du 12 Lektionen, du bekommst Checklisten dazu, du bekommst die Tonspur dazu, das heißt, du kannst es auf deinem iPhone oder sonst auf irgendeinem Abspielgerät, kannst es dir anhören, immer und immer und immer wieder, damit du einfach da drin bleibst, damit du ein Feeling dafür kriegst, weißt du, weil nur einmal hören, das reicht einfach nicht aus. Oder wenn du träumen kannst, dann bist du auch imstande, es zu tun. Wie oft höre ich von den Leuten, ja, du, ich würde schon gerne, ich habe den und den Traum, ja, dann mach es doch endlich, leb dich endlich, löst deine Handbremse. Und hier fehlt einfach vielen Menschen leider der Mut, ja, und die Kramer-Akademie dient einfach dazu, dir Mut zu machen, dich zu unterstützen, dir die Kraft zu geben, dass du endlich anfängst, weil abwarten bringt nichts, das zerstört nur deine kostbare Lebenszeit. Und eines der nächsten Kapitel ist, treffe jetzt deine Entscheidungen. Ich möchte dich einfach dazu bringen, dass du schneller deine Entscheidungen triffst, dass du nicht mehr wartest. Ah, jetzt, mir fehlt noch was. Ich muss noch das und das lernen. Dann werde ich das und das machen. Ich muss das und das noch abschließen. Das ist doch alles Bullshit. Dir wird immer was fehlen. Kennst du das? Dir wird immer was fehlen. Darum fange an, setz das Ding um und hab Spaß, hab Erfolg, komm weiter in deinem Leben. Und das Leben gehört dir. Das sind doch die wichtigen Regeln. Das sind doch die wichtigen Maßnahmen. Aber du musst eine Entscheidung treffen. Und was ist das Wort Entscheidung enthalten? Das Ende von einer Sache. Du lässt dich davon entscheiden für eine andere Sache. Ja, ich habe es jetzt gerade wieder jüngst erlebt, gestern. Da sagt mir eine Frau, ja, weißt du, ich habe meinen Mann, aber ich liebe da eigentlich einen anderen. Was ist denn das für eine grausame, schreckliche Situation? Und der Nächste sagt mir, ey, das Wetter in Deutschland ist so fatal. Ich werde hier krank. Ja, wieso änderst du es dann nicht? Ja, was soll ich da machen? Die Leute spüren, dass es ihnen nicht gut tut, aber sie kommen nicht in eine Entscheidung rein. Das nächste Kapitel ist, lasse dir helfen. Das ist absolut Stärke. Das ist das Größte, was du machen kannst, wenn du dir helfen lässt. Das ist keine Schande, ja. Man hat ja oft uns beigebracht, ja, das muss man auch alleine können, ja. Ein richtiger Mann macht das alleine, eine richtige Frau macht das alleine, da holt man sich doch keine Hilfe, das ist absoluter Bullshit wieder, das ist sowas von Blödsinn, ja. Ich habe das sehr, sehr, sehr früh schon kennenlernen dürfen, ja auch zu meiner Zeit als Privatskilehrer, nur ein kleines Beispiel dazu. Als Privatskilehrer sah es folgendermaßen aus, es gab da manchen Ehepartner, der versuchte, seiner Frau oder seinen Kindern Skifahren beizubringen. Innerhalb von einer Stunde war das ein Riesendebakel, es gab Tränen, daraus wurde einfach nichts mehr. Dann gab es eine Skischulklasse. Da sind die eine Woche lang vom Idiotenhügel rumgefahren und da gab es Privatskilehrer, so wie ich einer war, da sind die Gäste hingekommen, nach 2 Stunden ging es bereits schon auf den nächsten Idiotenhügel hoch und nachmittags waren wir schon fast im gesamten Skigebiet. Also es geht einfach viel, viel, viel schneller voran. Darum lass du dir helfen. Ich meine, wenn du ein Zahnproblem hast, dann bastelst du doch auch nicht selber rum, oder? Wo gehst du denn hin? Ja, dann gehst du zum Zahnarzt. Hast du ein Problem steuertechnisch? Ja, dann gehst du
zum Steuerberater, hast du ein Problem mit dem Auto, tust du in der Regel ja auch nicht selber rumschrauben, sondern gehst in die Autowerkstatt. Hast du ein Erfolgsproblem, gehst du zu einem Erfolgstrainer. Du gehst zu einem Erfolgscoach, ja. Und für den einen oder anderen, der sagt, ja, wie ist denn dieser Ernst Kramer, ja. Ja, ich kann dir sagen, ich gehöre zu den 100 Top-Erfolgstrainern in den Dachländern, also Deutsch, Schweiz, Österreich, ja. Und es gibt ein paar hunderttausend Trainer und da zu den 100 Top-Erfolgstrainern zu gehören, ey, das ist schon eine Auszeichnung. Und ich kann dir eines sagen, lass dir helfen, lass dir wirklich helfen, dann tun. Nächstes Kapitel, tun ist das Zauberwort für deinen Erfolg, ja. Machen, tun, machen, tun, machen, tun. Auch hier bekommst du wieder 12 Kapitel, jede Menge Checklisten. Du ziehst nach jeder Lektion ziehst du ein Fazit schriftlich. Du bist also voll und ganz dran, ja. Und das Coole ist, an diesen einzelnen Lektionen, du kannst sie abhaken, du siehst genau, wie weit du gekommen bist, ja. Und hier, die Kapitel werden permanent erweitert, weil für mich ist die Kramer Akademie ein Long Life Learning. Also nicht eine Sache, die du mal so schnell einen Kurs durchmachst, ja. Weil ich sag dir ganz ehrlich, das ist das, was mich teilweise einfach immer wieder gestört hat. Leute kaufen Bücher, sie kaufen Hörbücher, sie hören Podcasts, sie gehen auf Seminare, dann sind sie hoch motiviert ein paar Tage, vielleicht 4 Wochen, vielleicht 8 Wochen und dann fällt's langsam wieder runter, ja. Weil dein Alltag einfach zu stark ist, der Alltag ist zu wuchtig, der Alltag frisst zu viel Zeit. Und das hat mich wirklich, wirklich, wirklich gestört, weil wenn ich die Leute dann ein paar Wochen später sah und ja, ich kam nicht so dazu. Und darum habe ich jetzt einfach die Kramer Akademie geschaffen, wo du wirklich jeden Tag lernen kannst. Und da bitte ich dich einfach, nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit, log dich jeden Tag ein und mach jeden Tag deine Lektionen. Das ist so etwas Wunderbares. Ja, damit du ins Tun kommst, damit du ins Handeln kommst. Dann ein nächstes Kapitel, deine Ziele. Ja, was hast du für Ziele? Sind deine Ziele klar, konkret, messbar, unmissverständlich? Ja, nehmen wir es nochmal anhand eines Autos und eines Partners. Ja, ich höre oft von Frauen, ich hätte gerne einen lieben Mann. Sehr schön. Ja, wie muss der liebe Mann sein? Ja, halt lieb. Das ist doch keine Aussage, das ist doch kein Ziel. Das ist doch weder klar, konkret, messbar, noch unmissverständlich. Ja, soll dein Mann klein sein oder soll groß sein? Ja, das spielt doch keine Rolle. Ja, natürlich spielt das eine Rolle. Du hast doch deine Präferenzen. Soll dein Mann lange Haare haben oder kurze Haare haben? Auch das ist wichtig. Ja, das ist eigentlich egal. Nein, das ist eben nicht egal, weil ich habe es am eigenen Leibe schon erlebt, dass dann die Frauen irgendwann kommen und sagen, ja, weißt du, deine Haare solltest du schon ein bisschen kürzer tragen. Du solltest deine Haare schon ein bisschen abschneiden. Ja, was ist denn das für eine Scheiße? Dann sei doch vorher dir im Klaren. Möchtest du einen mit langen Haaren oder möchtest du einen mit kurzen Haaren? Ja? Und dann sei einfach happy. Möchtest du einen Mann, der schlank ist, der durchtrainiert ist, oder möchtest du einen Mann haben, der hat ein bisschen was auf den Rippen hat? Ja? Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich habe das auch wieder selber erleben dürfen, ja, ist nicht so viel und ja, heute Abend gibt's nur einen Salat. Entschuldigung, das entscheide ich immer noch selber, was ich esse und wie viel ich esse. Ja? Da brauche ich niemanden dazu. Und du merkst schon diese Brisanz darin, da gibt's einfach sehr, sehr viele Störungen. Da gibt es sehr viel Unfrieden. Das ist doch einfach Blödsinn. Stell dir mal vor, du träumst als Frau von einem durchtrainierten, schlanken Mann und du hast einen Untrainierten neben dir. Ja, das ist doch nicht gut, ja. Und dann auch, ja, wie muss dein Mann sein, ja? Hättest du gerne einen erfolgreichen Mann oder hättest du gerne einen Mann, der irgendwo Arbeiter ist, ja? Das ist alles völlig in Ordnung. Nur du musst für dich einfach gucken, was willst du denn, ja? Wo soll deine Reise hingehen? Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, Ein Millionär als Traumpartner. Da gehe ich explizit auf alles ein, weil deine Ziele müssen einfach stimmig sein. Oder machen wir kurz einen Abstecher zum Auto. Ja, das ist egal, Hauptsache ein fahrbarer Untersatz. Das ist Blödsinn. Willst du einen Geländewagen, willst du einen SUV haben, willst du ein Cabriolet haben, weil du das liebst, möchtest du viel PS haben, weniger PS haben, soll es ein Kombi sein? Was soll es sein? Ja? Spielt eigentlich keine Rolle. Das ist das Problem. Du sollst glücklich sein bei deiner Auswahl, verstehst du? Immer wenn du dein Auto siehst, muss dein Herz aufgehen. Und so ist es mit allen Zielen. Und das lernst du in dem Kapitel, ja, wieder 12 Lektionen. Da führe ich dich Schritt für Schritt zu den einzelnen Zielen, wo du dir überlegen tust, ja,
hast immer einen wunderschönen Videoclip, du hast Text dazu, jedes Mal Text dazu, aber schaust dir doch einfach an, ja. Du kannst es 14 Tage lang kostenlos testen, ja. Dazu kann ich dich einfach nur einladen. Dann nächstes wichtiges Kapitel, übernehme voll und ganz die Verantwortung. Du, das ist so wichtig, übernehme du die Verantwortung, gib nie wieder anderen Menschen die Schuld. Kennst du das? So viele Menschen geben anderen die Schuld. Ja, ja, der ist schuld und mein Vater hat nicht geschaut und mein Mann und meine Frau und meine Kinder und was weiß ich. Und der Vater Staat. In dem Moment, wo du die Verantwortung übernimmst, hast du die Antwort für dein Leben. Und solange du anderen die Schuld gibst, gibst du anderen Menschen die Macht über dein Leben. Ja, wie fatal ist denn das? Ja, stell dir mal vor, der und der ist schuld. Das heißt, du bist Opfer. Du kannst nichts ändern. Also ich will kein Opfer sein. Ja, ich will mein Leben in meinen Händen tragen. Und da trage ich für alles die Verantwortung. Für alles, was du in deinem Leben hast. Ja, ich weiß nicht, wo du gerade bist jetzt, wo du zuhörst. Aber dich später einfach mal ein paar Minuten zurück und mach dir mal Gedanken über dein Leben. Schau dir mal dein Leben komplett an. Deine Partnerschaft, dein Wohnort, dein Beruf, deine Freunde. Das ist alles deine Verantwortung. Ja? Du trägst die Verantwortung für alles. Deine Gesundheit. Hast du eine gute Gesundheit? Hast du was dafür getan? Natürlich, manchmal haben wir natürlich erblich die eine oder andere Störung. Ja, aber ansonsten bist du für dich verantwortlich, ja. Und du bist auch für dich verantwortlich, ob du Geld hast oder nicht Geld hast. Das ist ja auch so ein riesengroßes Thema, ja. Und meine persönliche Meinung ist, Reichtum ist das Geburtsrecht von jedem Menschen. Aber dafür musst du halt was tun. Du musst dich dafür entscheiden. Und so führe ich dich in dem Kapitel durch alles durch. Du lernst die komplette Verantwortung zu übernehmen. Alleine dieses Kapitel hat Zehntausende Euro an Wert, ja. Das musst du dir echt mal überlegen, wie sich dein Leben verändert. Dann nächstes Kapitel, von deinen Zielen gehst du in die Planung. Und dann gehst du in die schnelle Umsetzung, ja, weil viele haben einen Haufen Träume. Und ich rede ja oft auch mit älteren Menschen, weil ich möchte einfach wissen, okay, wie war ihr Leben? Was haben sie geschafft? Was haben sie erreicht? Sind sie happy? Was kann ich von älteren Menschen lernen? Und in 98% der Fälle höre ich immer wieder, ja, ich habe mir alles ganz anders vorgestellt und hätte ich das damals gewusst und hätte ich doch nur, ich bin mir sicher, du kennst auch so die eine oder andere Aussage, ja. Oder auch ganz fatal, wenn ich so meine Klassenkameraden anschaue, also für mich fatal, ja, und mit denen spreche und sage, und wie ist es, wie läuft's und so, naja, die paar Jahre halte ich noch durch, wie bitte? Ja, die paar Jahre halte ich noch durch, ja, sage ich, für was? Ah ja, zur Rente, ja, freust du dich nicht auf die Rente? Entschuldigung, ich weiß gar nicht, was die Rente ist. Wieso soll ich mich auf die Rente freuen? Ich freue mich täglich auf mein Leben. Und das ist das, was ich mir auch für dich wünsche. Dass du nicht auf irgendwas wartest. Wenn ich das und das, dann fange ich an zu leben. Dann geht es mir gut. Wenn ich in Rente bin, dann kann ich endlich frei sein. Dann kann ich. Du weißt ja gar nicht, ob du da hinkommst, weißt du? Weil das Bundesstatistikamt in Wiesbaden, das führt ja Buch, wer kommt auf die Welt und wer geht. Und die sagen ganz klar, jeder Zweite erreicht das 65. Lebensalter nicht. Also, wir können das natürlich jetzt wieder abstreiten, wir können den Tod verleugnen, wir können den Tod aber auch annehmen und ganz klar dem Tod ins Auge schauen und sagen, ja, ich weiß, dass du auf mich wartest, aber ich sag dir eines, bis du eines Tages kommst, da lebe ich voll und ganz. Ja. Und das wünsche ich mir für dich. Und da hast du auch wieder 12 Hammerlektionen, wo ich richtig, richtig tief eintauche, dass du deine Ziele wirklich umsetzt. Das ist maßgebend. Dann haben wir ein Kapitel mit 12 Lektionen. Kontrolliere dein Leben, kontrolliere alles. Du darfst ja nicht mehr im Blindflug sein. Nach dem Motto, naja, es wird schon irgendwo gehen. Darum ist die Kramer-Akademie auch so aufgebaut, dass du immer deine Fortschritte siehst. Ja, das ist für mich ganz einfach wichtig. Wir müssen es kontrollieren. Dann ein nächstes Kapitel mit 12 Lektionen ist, du hast so viele Chancen. Ja, du bekommst täglich Chancen. Das Problem ist
einfach von Fehlermenschen, sie erkennen ihre Chancen nicht. Und das finde ich einfach fatal. Das finde ich definitiv sehr, sehr, sehr töricht, seine Chancen nicht zu erkennen, ja. Und dann heißt dann oft, ja, ich habe immer nur Pech. Nein, du hast nicht Pech. Du erkennst die Chance nicht, ja. Und da sensibilisiere ich dich darauf, dass du wirklich jeden Tag deine Chancen erkennst. Und dann geht's auch darum, dass du deine Chancen ergreifst. Und dann geht's darum, dass du deine Chancen lebst, ja. Aber da musst du überhaupt ein Gespür dafür haben, dass du wachsam bist, dass du aufwachst, dass du merkst, ah, da ist hier gerade eine Chance. Weil eine Chance kommt ja nicht daher und klingelt bei dir an der Tür und sagt, hallo, hier bin ich bin deine neue Chance. Möchtest du, dass ich reinkomme oder nicht? Eine Chance kommt ganz, ganz subtil daher. Ja. Das ist manchmal in irgendeinem Wort, in irgendwas, was du liest, das ist so schön verpackt sind, die Chancen. Ja. Und dann lernst du in 12 Lektionen, bekommst du hier das Feingespür, wie du ganz einfach deine Chancen erkennst. Das sind deine Chancen. Ja. Nutze sie einfach. Nutze alle Chancen, die es gibt. Nächstes Kapitel. Entzünde das Feuer der Begeisterung in dir. Ja, es ist so wichtig. Denk doch mal dran, wo du Kind warst. Wie begeistert warst du da? Ja, da warst du spazieren mit deiner Mama und dann hast du angehalten, weil irgendwo ein Stein am Boden war. Und was hast du getan? Boah, hast du geguckt und du hast den Stein angeschaut von allen Seiten. Du hast den Stein in die Hand genommen und du warst so happy, du warst so begeistert, ja. Und was ist heute davon übrig geblieben? Mein Gott, wenn ich die Menschen sehe, ich finde, da ist jede Begeisterung gestorben. Da ist kein Funkeln mehr in den Augen. Ich bin ja 80% meiner Zeit geschäftlich unterwegs, ja. Und hey, wenn ich da die Leute anschaue, dann denke ich immer, hey, die sind alle schon tot, die haben keine Begeisterung mehr. Stell dir mal vor, morgens am Flughafen oder am Bahnhof, mein Gott, lauter Zombies, die da rumstehen, ja. Die müssen alle eine furchtbare Nacht gehabt haben, ja. Und im Zug sind alle, boah, der eine pennt, der andere guckt sich irgendeinen Porno an, der übernächste popelt in der Nase rum, andere telefonieren wie die Irren, dass sie es alle mitkriegen, aber irgendwo ist da fast kein Leben mehr drin und abends dann genau die gleiche Geschichte wieder. Das sind die Geisterzüge, die Geisterflugzeuge, die die Menschen nach Hause bringen, damit sie in ihrer Geisterwohnung können, ja. Ey, da ist keine Begeisterung mehr da. Die Leute sind einfach nicht mehr happy. Und das finde ich so schade. Und ich möchte, dass in dir das Feuer der Begeisterung wieder entzündet wird. Dass du sagen kannst, boah, was für ein geiles Leben ich doch habe. Was für mega Chancen ich doch habe. Eines der nächsten Kapitel. Ignoriere die ganzen Dummschwätzer, die ganzen Hater, die ganzen Leute, die dich dumm von der Seite anmachen. Und manchmal sind sie auch sogar aus den eigenen Reihen, aus der eigenen Familie. Das ist manchmal dann ganz, ganz besonders schmerzhaft. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gemacht. Ja, du hast eine Idee und sie wird gleich niedergeschmettert. Mein lieber Papa sagte damals immer, ja, wer hoch hinaus will wie du, der wird tief hinunterfallen. Ich habe damals gesagt, ja, lieber Papa, aber ich war wenigstens einmal oben, ja. Und merkst du den Unterschied? Ich war oft oben, ich bin oft runtergestürzt und ich bin wieder hoch. Und das wünsche ich mir für dich, dass du die ganzen Dummschwallköpfe ignorierst. Das hat nichts mit dir zu tun, weil dein Umfeld kann es nicht leiden, dass du zum Erfolg kommst. Dein Umfeld wird alles dran setzen, dass du einer der ihrigen bleibst. Wie oft habe ich gehört, ja, du hast es nicht mehr nötig, ja, du bist jetzt wohl was Besseres. Du hast es nicht mehr nötig, dich mit uns abzugeben. Nein, ich war nichts Besseres, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr, keine Lust mehr auf dieses ewige Gejammer, auf dieses ewige Lamentieren. Darauf hatte ich keine Lust mehr. Ich hatte keine Lust mehr auf diese ewigen negativen Leute, die immer nur das Schwarze sehen, die, wenn du was vorschlägst, immer heißt, ja, aber. Ich war jetzt am Wochenende bei einer Veranstaltung und da ging es auch um das Thema Podcast und da war auch so ein Spezialist drunter, der sagt, ja, aber ich kenne da auch ein paar Podcasts, die sind dann gar nicht gut. Ja, da kann ich nur sagen, ey, Alter, worauf legst du deinen Fokus? Legst du auf die geilen Podcasts oder auf die, wo nicht gut sind? Natürlich sind 98% der Podcasts scheiße,
Absolut. 2% sind gut. Das sind die 2%, die für dich richtig sind. Verstehst du das? Guck mal, 98% der Klamotten auf dem Weltmarkt sind nichts für dich, aber 2% sind richtig für dich. Und 98% der Restaurants sind nichts für dich, aber 2% sind richtig für dich. Verstehst du das? Also, ich helfe dir einfach, dein Selbstbewusstsein aufzubauen in der Kameraakademie. Weil um das geht es ganz einfach. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein. Wenn du mehr Selbstbewusstsein hast, hast du mehr Selbstwert, du hast mehr Selbstvertrauen und alles, was damit zusammenhängt. Ja. Und das Problem ist einfach auch in unserer Erziehung, da hat man nicht das Selbstbewusstsein erhöht, sondern man hat es kaputt gemacht. Ja. Siehe die Schule, was für ein Scheißsystem. Du hast einen Aufsatz, 40 Sätze, du machst in 4 Sätzen einen Fehler, was steht rechts unten? 4 Fehler in Rot. Du kommst nach Hause, was sagen deine Eltern? Und wie viele Fehler hast du wieder gemacht? Das sind für mich Dummschwätzer, ja? Müsste heißen, und wie viel richtig hast du gemacht? Wow, Mama, 36 Sätze habe ich richtig geschrieben. Und dann müsste die Mutter sagen, wow, du bist ein ganz kluges, intelligentes, großartiges Kind. Du bist ein Genie. Stell dir mal vor, mein Lieber, du hast 40 Sätze geschrieben und 36 richtig. Das ist 9-mal mehr. Wie genial ist denn das? Du wirst mal ganz, ganz viel Erfolg haben. Verstehst du das? Hey, weißt du was? Ich bekomme gerade selber Gänsehaut bei diesen Worten. Und was heißt 4 Fehler? Was heißt bei der nächsten Prüfung? Pass aber ja auf, dass du keine Fehler machst. Das sind Dummschwätzer. Dummschwätzer, Dummschwätzer, Dummschwätzer. Was passiert mit so einem armen Kind, was in die Schule geht und die Mutter gibt noch mit und der Vater? Ja, aber wir haben jetzt genug gelernt, mach keine Schande über die Familie, guck, dass du ja eine gute Note bringst, sonst kannst du was erleben. Das Kind geht in die Schule, vorne hockt der Lehrer, und was wird der Lehrer sagen? So, ich bin mal gespannt, wie viele Fehler ihr heute wieder macht. Was hast du in deinem Kopf? Ich darf keinen Fehler machen, ich darf keinen Fehler machen. Ich darf ja keinen Fehler machen. Was wirst du machen? Du wirst wieder Fehler machen. Und es wird sich wieder bestätigen. Und das Kasperle-Theater geht 9, 10, 11, 12 Jahre. Und das ganze Theater zieht sich ein Leben lang durch, weil es immer irgendwo welche Dummschwätzer gibt, die dir sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Ja. Und damit muss doch endlich mal Schluss sein. Die Leute können dich kreuzweise. Ja, leb du dein Erfolgsleben. Ich hoffe, du verstehst mich, was ich hier sage. Und darum ist es so wichtig, dass ich die Kramer-Akademie gemacht habe. Darum ist es so wichtig, dass ich diese Punkte festgehalten habe, ja, damit du da reinkommst, damit du siehst, ja, genau, ich bin für mich verantwortlich. Ja. Eines der nächsten Kapitel. Der Erfolg folgt dir. Und das ist ja wirklich faszinierend. Vielleicht kennst du den Spruch, ja, egal was der anfasst, der hat goldene Hände. Ja, ich darf mich auch dazu zählen, egal was ich anfasse, es wird auch aus alles, was Volksmund sagt sogar, gib dem Scheiße in die Hand und der macht Gold daraus. Ja. Und dann gibt's andere, und da heißt es, egal was der macht, der hat immer nur Pech. Kennst du das? Es gibt Leute, die sagen, ja, du, egal was ich mache, ich habe immer nur Pech. Es hat etwas mit der Einstellung zu tun und das gehe ich in dem Kapitel, gehe ich ganz, ganz tief drauf ein. Da hast du 12 Lektionen wieder. Du kannst dich entscheiden. Du kannst dich für Erfolg entscheiden, dann folgt dir der Erfolg. Du kannst dich für Misserfolg entscheiden, dann folgt dir der Misserfolg. So einfach ist das. Und natürlich werden jetzt viele, viele sagen, ja, wenn es so einfach wäre, dann hätten doch alle Erfolg. Nein, eben nicht, weil die meisten nicht bereit sind, die Mechanismen des Erfolges zu lernen. Verstehst du das? Meisten sind nicht bereit dazu. Wenn du nicht bereit dazu bist, dann hast du halt PGH, Pech gehabt. Weil deine Eltern haben das dir in der Regel nicht beigebracht. Die Lehrer können es dir auch nicht beibringen, ja, weil sie es nicht wissen. Und deine Freunde, deine Nachbarn können dir das in der Regel auch nicht beibringen. Also kannst du es nur lernen von Menschen, die erfolgreich sind. Von Menschen, die wissen, was sie tun.
tun, ja? Lerne immer von den Menschen, die schon dort sind, wo du hin möchtest. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ich erlebe das sehr oft. Wir haben ja früher ganz, ganz viele Wellness-Ausbildungen auch gemacht. Mit Kamera, Naturkosmetik, bau dir ein eigenes Geschäft auf. Und da gab es wirklich Frauen, die sind zu mir gekommen und gesagt, damals noch Herr Krameri, damals war ja die Dudes-Geschichte noch nicht so groß wie heute. Herr Krameri, können Sie mir bitte helfen, mein Geschäft aufzubauen? Sehr, sehr gerne. Die Leute habe ich zum Erfolg gebracht. Und andere sagten dann, ja, mein Mann hilft mir. Oder meine Freundin. Ich sage, ja, was sind deine Freundin? Ja, die schafft in einer Boutique. Ja, und sage, okay, erstens mal ist sie nicht selbstständig. Zweitens schafft sie in einer Boutique. Die hat keine Ahnung von Kosmetik. Die weiß nicht, wie ein Kosmetik aufgebaut. Ja, aber die ist sehr belesen. Kennst du so dumme Sprüche? Die ist sehr belesen, ja. Toll. Oder die nächste sagt, ja, mein Mann schafft im Büro. Sag ich, ja, und hat er schon mal ein Kosmetikgeschäft aufgebaut? Nee, aber der kennt sich gut aus. Ja, was für eine Scheiße. Würdest du mal ganz ehrlich, wenn du Zahnschmerzen hast oder andersrum, du brichst dir das Bein, würdest du zu irgendeinem Quacksalber gehen, weil der auch mal ein Buch gelesen hat? Wie tut man ein kaputtes Bein, ein gebrochenes Eingipsen? Würdest du das machen? Im Leben nicht. Also, dann stell dich doch nicht so dumm da, wenn es um das Thema Erfolg geht. Weißt du, was komisch ist für mich? Jeder Sportler hat einen Trainer, sogar in der Amateurliga, ja? Jedes kleine Sportvereinchen hat einen, der zeigt, wie es geht. Und da ist das selbstverständlich, da käme keiner auf die Idee, das alleine zu machen. Aber wenn es um Erfolg geht, dann haben die Leute plötzlich kein Geld mehr, dann sind sie geizig, dann möchten sie es lieber alleine machen oder sie bilden sogenannte Selbsthilfegruppen, vielleicht kennst du das, Selbsthilfegruppen, das sind oftmals ganz coole Leute, vor allem im Zeichen von Erfolg, da hocken sich mehrere Leute zusammen, bilden eine Selbsthilfegruppe, keiner ist erfolgreich und gemeinsam wollen sie zum Erfolg kommen. Das ist doch von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil Erfolg, da musst du einige Dinge ganz anders machen. Weiteres Kapitel, dein Glaube versetzt Berge. Ja, hast du einen unerschütterlichen Glauben? Glaubst du an dich? Glaubst du an dein Leben? Glaubst du an deinen Erfolg? Ich glaube an dich, ja. Weil wenn du bis hierher den Podcast gehört hast, dann bist du ein ganz, ganz besonderer Mensch. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Also siehst du, jetzt bist du schon nicht mehr alleine. Jetzt ist nur die Frage, glaubst du auch an dich? Ja, weil das macht den großen Unterschied aus. Hast du den unerschütterlichen Glauben? Oder gehörst du zu den Zweiflern? Kennst du das? Vielleicht hast du schon überlegt, soll ich da mal reinschauen in die Krameri-Akademie? Soll ich mal gucken? Vielleicht ist es was für mich, aber oh, vielleicht auch nicht, um Gottes Willen. Ja, es ist natürlich fatal, wenn du reinschaust. Du könntest dein Leben verlieren. Du könntest alles Geld verlieren. Verstehst du? Ey, ich habe dir die Hürde so gering wie möglich gemacht, weißt du? Ich habe jetzt die ganze Zeit 1 Euro verlangt. Ja, überleg mal, ich habe die ganze Zeit 1 Euro verlangt, 1 Euro für 14 Tage. Ja, für viele war das ein unüberwindbares Hindernis. 1 Euro, überlege mal, wie viele Zigaretten sind das 1 Euro? Keine Ahnung, 3, 4 Zigaretten, ja. Dafür gibt es nicht immer ein Latte Macchiato, dafür gibt es eigentlich heute fast gar nichts mehr. 1 Euro, um 14 Tage reinzukochen, ist unüberwindbares Hindernis. Und darum bin ich jetzt hingegangen und habe gesagt, okay, lass es uns einfach mal testen. Wir machen jetzt 0 Euro, okay? Du kannst jetzt für 0 Euro 14 Tage lang die Krameri-Akademie testen. Du kannst mehrere Kapitel dir anschauen. Du kannst mehrere Lektionen dir durcharbeiten. Und dann kannst du in aller Ruhe entscheiden, ist das was für mich? Möchte ich da mehr davon haben oder ist das nichts für dich? Ja, ganz, ganz, ganz einfach, ja. Ich bin gespannt, da sind wir wieder bei Entscheidungen, da sind wir wieder, hast du den unerschütterlichen Glauben? Ja, und da kommen jetzt fortlaufend neue Kapitel dazu, das ist also ein Long Life Learning. Absolute hammer geile Geschichte, weil ich habe mir eines gesagt, das Leben ist nicht zu Ende, also solange ich lebe, kommen da immer neue Kapitel dazu, neue Erkenntnisse und du profitierst davon, weil es ist für mich so wichtig, dass du dein Leben wirklich, wirklich bitte, bitte in deine Hände nimmst und dass du deine Genialität spürst im Hier und Jetzt und dass du dich auf das Wesentliche konzentrierst. Verstehst du? Mit all deinen vielen Fähigkeiten, welche in dir stecken, das ist doch maßgebend.
Konzentriere dich auf das Wesentliche und lass dich nicht mehr ablenken. Erfülle dir dein Leben und das deiner Mitmenschen. In Fülle zu leben ist doch das große Geburtsrecht. Ja. Du musst doch nicht mehr warten auf den Erfolg. Ist doch alles schon angelegt. Ganz wichtig. Lass die Sonne jeden Tag in dein Herz, ist die nächste große Botschaft. Das Leben ist so großartig. Richte deinen Fokus darauf. Ja. Sieh mal die Frage, worauf richtest du deinen Fokus? Das ziehst du in dein Leben. Teile mit anderen Menschen. Das Schönste, was es gibt, sein Wissen und Können mit anderen Menschen zu teilen. Ich liebe es, mein Wissen und Können zu teilen. Und jetzt liegt's an dir, ob du bereit bist, das aufzunehmen, ob du bereit bist, danach auch dein Wissen und Können zu teilen, in die Welt hinauszutragen, damit die Welt einfach ein Stück besser wird. Es geht mir um deinen Erfolg auf der ganzen Linie. Du bist so großartig, lebe deine Genialität. Und das meine ich nicht einfach nur so dahergeschwafelt. Weißt du, ob du jetzt dabei sein wirst oder nicht, das wird in meinem Leben nichts ändern. Aber bei dir wird das ganz, ganz, ganz viel ändern. Und wenn du ganz, ganz ehrlich bist, wenn du ganz ehrlich in dich reinhörst, dann hast du bestimmt auch schon gemerkt, wow, ja, ich bin anders als die anderen, oder? Ich bin anders als die anderen. Irgendwie denke ich auch anders, ich fühle anders. Ja, das ist deine Genialität. Und jetzt ist doch der Moment gekommen, wo du sie bitte lebst. Ja. Lebe deine Genialität und teile bitte diesen Podcast, dass ganz, ganz viele Menschen in den Genuss kommen, ihre Genialität zu leben. Finde ganzheitlich zu dir. Das ist auch für mich so ein ganz riesengroßer Anspruch. Es geht um die Ganzheit. Es geht um deinen Körper. Es geht um deinen Geist. Es geht um deine Seele. Sich selbst ganzheitlich zu finden, ist die schönste aller Reisen. Ja, es ist die allerschönste Reise. Nimm dir täglich Zeit für dich, für dein Leben. Hör auf, immer nur Fernseher zu glocken, hör auf, Fernseher zu glotzen, hör auf, negative Gespräche zu führen, hör auf, dir Sorgen zu machen. Kehre nach Hause, kehre in deine Genialität und lebe sie. Das macht so viel mit dir. Lebe dein Leben voll und ganz, ja? Das ist so wichtig. Lebe dein Leben voll und ganz. Es gibt keinen Grund mehr, noch irgendetwas zu verschieben. Der richtige Moment ist gekommen, ja? Verstehst du das? Der richtige Moment ist gekommen. Fälle eine Entscheidung. Mach dich auf den Weg, ja? Um was geht's? Um was geht's? Für was gibt's die Kramer Akademie? Was erwartet dich? Es geht um Lebensfreude und Spaß, ja? Es geht darum, du hast alles in dir. Du hast wirklich alles in dir. Du musst es einfach nur leben. Es geht um die Selbstliebe. Liebst du dich wirklich, ja? Dann geht's um, bist du dir treu? Verbiegst du dich noch? Gehst du Kompromisse ein? Oder bist du dir absolut treu? Und das ist so etwas Wertvolles, sich selber treu zu sein, ja? Und Selbstliebe, das ist die größte Kraft, ist die Liebe für jedes Lebewesen. Liebe heilt, sie verleiht Flügel, sie macht dich stark. Wir suchen oft Liebe im Außen, vielleicht kennst du das auch, ja? Wir haben zu wenig Liebe von der Mama bekommen, zu wenig Liebe von den Eltern, zu wenig Liebe vom Partner. Aber die Selbstliebe, die kannst du dir immer geben und das ist auch ein wesentlicher Bestandteil. Und du hast alles in dir, du bist perfekt, du bist absolut großartig, dir fehlt gar nichts, ja? Absolut nichts, ja. Auch wenn du glaubst, ja, da fehlt noch was. Nein, du leidest an der Krankheit Perfektionismus. Aber sonst hast du alles in dir, ja. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft, weil so viele Leute leben, als hätten sie ein ewiges Leben. Und das stimmt.
stimmt einfach nicht. Wir haben kein ewiges Leben. Wir werden eines Tages gehen. Und die Kramer-Akademie, da geht es auch um gemeinsames Wachsen mit Gleichgesinnten. Dafür, da komme ich gleich noch drauf, da gibt's, dafür gibt es auch gemeinsame Events, ja, wo man gemeinsam mit Gleichgesinnten unterwegs ist. Und das tut einfach sehr, sehr gut, mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein, weil du wirst sehen, wenn du in die Veränderung gehst, das hast du vielleicht schon erlebt, da wird einiges ein bisschen anders. Und das ist schön, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein. Es geht darum, dass du rund um die Uhr glücklich bist. Nach Glück zu streben ist etwas Schönes. Es ist die Krönung, es ist das Wundervollste, was wir Menschen überhaupt nur schaffen können. Warten und hoffen zerstört deine Lebenszeit. Hör einfach nur auf zu warten. Und denk daran, du bist etwas ganz, ganz Besonderes. Ja, egal, was die anderen dir gesagt haben. Zu mir haben die Lehrer immer gesagt, Kramri, aus dir wird nie was, ja. Ich musste immer lachen dabei. Und dann habe ich mir gesagt, was lachst du so blöd, ja. Du wirst das schon noch erleben, ja. Ich hatte ein anderes Bild von mir. Ich hatte immer ein Bild von mir, dass ich was ganz, ganz Besonderes bin. Und auch du bist was ganz, ganz Besonderes. Und lass uns bitte gemeinsam diesen Schatz heben. Erkenne dich. Sich selbst zu erkennen ist eine der schwierigsten Aufgaben. Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Was will ich? Was will ich nie mehr? Wofür bin ich auf dieser Erde? Was ist meine Lebensaufgabe? Was ist meine Berufung? Ja? Was macht mich glücklich? Was trägt mich? Das ist doch das Entscheidende. Weißt du, mit der Kramer Akademie geht es mir um ein, dass wenn du eines Tages von dieser Welt gehst, dass du einfach sagen kannst, wow, ich habe mein Leben voll und ganz gelebt. Ja, absolut. Ja, dann, also, du hast jetzt die Chance, für 0 Euro dabei zu sein. Ja, teste es jetzt bitte 14 Tage lang. Ja, und es wird was mit dir machen. Es wird ganz, 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 ganz viel mit dir machen, ja. Was erwartet dich nochmal im Mitgliederbereich? Jede Lektion enthält ein Video, Text, Tonspur, wo du überall abholen kannst, Checklisten, Fortschrittsbalken. Und du bekommst noch Geschenke als Mitglied, als Member, als Dankeschön, als Wertschätzung, dass du dabei bist. Du wirst zum Seminar eingeladen, fange endlich an zu leben, ja. 3 wundervolle Tage mit großartigen Menschen. Das Seminar hat einen Wert von 1790 Euro. Du wirst eingeladen zum Zielfindungsseminar. Das Seminar hat einen Wert von 2480 Euro. Du wirst eingeladen zu den legendären Büchertaufen und zu ganz besonderen Events auf dieser Erde. Und weißt du, 10% der Einnahmen werden gespendet, weil das ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges, den Zehnten zu geben, den Zehnten abzuführen an Menschen, die nicht den Erfolg haben, die nicht so weit kommen, die, schauen wir zum Beispiel Kinderhospiz, Sterntaler, diese kleinen, kleinen Geschöpfe, die mit lebensverkürzenden Krankheiten auf die Welt kommen, die als Baby sterben oder dann spätestens ein paar Jahre danach. Lebenshilfe, in Bad Dürkheim spenden wir sehr viel. Oder in dritte Weltländer Kinder, die mit dem Lippenkiefer Gaumenspalten auf die Welt kommen, die haben keine Chance. Das sind Aussätzige, die sind für die Leute dort vom Dämon behaftet, ja. Und da helfen wir, $250 kostet so eine Operation und so ein Kind kann zurück ins Leben. Wir haben in Nepal ein Krankenhaus aufgebaut und. Ja, jetzt liegt's an dir, was kostet das danach, nach den 14 Tagen, das koste ich pro Tag 1 Euro, ja. Das heißt, pro Tag 1 Euro und du bekommst all mein Wissen, all mein Können, ja. Wenn du dich normal von mir coachen lässt, wenn du eine Coachingstunde nimmst, da sind wir im Moment bei 2480 Euro. Jetzt kannst du mal ausrechnen, was ein Tagescoaching bei mir kostet. Und hier habe ich jetzt eine Plattform geschaffen, wo jeder Mensch die Möglichkeit,
die Möglichkeit hat, denn 1 Euro pro Tag auszugeben, das muss machbar sein, wenn man möchte, ja. Wenn du es heute schaust, so ein Latte Macchiato, ja, da bist du schon 3, 4 Tage dabei. Oder was eine Schachtel Zigaretten kostet, ja. Also, es liegt in deinen Händen. Du kannst auch gleich für ein ganzes Jahr bezahlen. Dann wird es um einiges günstiger noch. Ansonsten einfach monatlich. Ich freue mich riesig, riesig. Danke, danke, dass du dabei warst. Wenn du auf die Seite gehst, www.kramri-akademie.de, da findest du auch jede Menge Testimonials hier von einer Tina, wachrüttelnd, erfrischend, wegweisend, motivierend, herrlich spaßig, Bauchmuskelaufbau, Rückkehr auf meinen persönlichen Lebensweg, gerne wieder für jeden geeignet und sehr wohltuend fürs eigene Leben. Oder Helene schreibt, hat einen wieder auf die Spur gebracht, inspirierend, Gedankenhorizont erweitert, sorgt wieder für Klarheit. Absolut weiter zu empfehlen. Christian Wollschläger, absolut spitze. So viele Impulse und Gedankenhygiene. Einfach sensationell. Manfred Reiter, das ist absolut empfehlenswert. Nutze die Möglichkeit, wenn es wieder angeboten wird, das anzunehmen. Wenn ihr Kinder habt, nehmt diese mit. Sie werden so unendlich viel daraus mitnehmen. Also du kannst gemeinsam mit deiner Familie lernen. Du kannst gemeinsam wachsen. Wie schön ist denn das, ja? Und ja, da gibt's so wunderschöne Testimonials und auch jede Menge Videoclips. Ein ganz besonderer Live Green ist 87 Jahre alt und er ist extra aus Paris gekommen zum Seminar. Fange endlich an zu leben. Als ich ihn fragte, ey Life, mein Gott, du hast doch schon so viel Erfolg, du hast doch alles erreicht, was man erreichen kann im Leben. Wieso bist denn du gekommen? Sagt er ernst, wenn ich jetzt endlich leben möchte. Sag ich, Life, das kann doch nicht dein Ernst sein. Du hast doch schon gelebt. Ja, ich habe schon gelebt, aber weißt du, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sterbe ich jetzt oder ich gebe nochmal Gas. Ich will mein Leben in meine Hände nehmen. Ich will endlich noch ein Riesenmeister Werk machen. Und das wünsche ich dir so sehr von ganzem Herzen. Nutze echt die Chance. Und wenn du noch unsicher bist, du kannst es 14 Tage lang kostenlos testen. Ja? Mach es. Das ist wirklich die Mega-Chance. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast teilst. Und ich freue mich natürlich auch riesig darauf, dich eines Tages bei mir zu sehen, bei einer der Veranstaltungen, die zur Kramer Akademie, ja, wo die Mitglieder eingeladen werden, die Members. Und ich darf dir eines sagen, wir werden ganz viel Spaß haben und es wird sehr lebensverändernd sein. In diesem Sinne, alles Liebe, ciao, bye, danke fürs Zuhören, tschüssi und wir sehen uns. Ja, herzlichen Dank, dass du die ganze Zeit dabei warst, dass du bis hier gehört hast. Ich bin mir sicher, die eine oder andere Geschichte hat dir gut gefallen. Die wirst du umsetzen für dein Leben. Jeden Tag ein Stück mehr. Lebe jetzt dein für dich ideales Leben. Willst du mehr wissen von mir? Abonniere jetzt gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Keine einzige Folge. Danke dir auch für eine positive Bewertung. Hast du weitere Tipps und Vorschläge? Bitte direkt an mich. Abonniere den Ernst Kramer Inner Circle. Du kannst ihn 14 Tage lang testen für nur 1 Euro. Dort bekommst du ganz viele weitere Inputs. Wertvolles rund um das Leben, das erfolgreiche Leben. Es erwarten dich verschiedene Module, Videoclips, Checklisten, MP3 für unterwegs, Texte, Mindmaps. Link wie immer unten in der Shownote. Von ganzem Herzen eine wundervolle und großartige Zeit für dich und dein Leben und erfolgreiche sehen sich wieder oder hören sich wieder. Tschüss, bye, dein Ernst Krameri.